auch als eine Art Aufbewahrungsort genutzt wurde, so dass Francis Bacon sicherlich bekannt gewesen ist. Thank you.
Peter. Thank you.
höherer Ausdrucksform menschlicher Weisheit und Intelligenz. Er war auch Mitglied der Royal Society, oder? Warum Gründer sogar? Ja, er wurde da schon fast wie ein Heiliger vertreten. Der Royal Society gehörten Genies an. Möglicherweise auch Gründer der Royal Society. Thank you.
Dezember 1941. Während der Zweite Weltkrieg in ganz Europa wütet, hat
patrouilliert das britische Marine-U-Boot HMS Perseus in den Küstengewässern vor Griechenland. Da sowohl deutsche als auch italienische Streitkräfte Griechenland besetzt hatten und überall unter Wasserminen lauern, ist diese Mission extrem gefährlich. Die HMS Perseus war ein 80 Meter langes U-Boot. Sie befand sich auf einer Mission weiter nach Alexandria. An Bord waren 48 Besatzungsmitglieder und zwei Passagiere. Einer der beiden Passagiere ist ein Matrose namens John Capes. Er wollte in seinen Heimathafen in Alexandria zurückkehren, wo die Perseus nach Abschluss ihrer Mission anlegen sollte. Während der Nacht tauchte das U-Boot auf, um seine Batterien aufzuladen, sodass es tagsüber unter Wasser operiert war. Es bewegte sich extrem langsam und vorsichtig, Barry. Gegen 22 Uhr weckt eine heftige Explosion die Besatzung. Kurz darauf kämpft jeder an Bord um sein Leben. Sie waren auf eine Schiene gefahren, die ein großes Loch in die Einfahrt des Schiffes gerissen hatte. Es begann sehr schnell zu sinken. John Capes befand sich zufällig an der sichersten Stelle auf dem